Wenn Sie heute verlieren, Buschi, dann war es das. Ja, dann wäre die Saison vorbei. Und das ist mal Druck. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Erstmal geklärt, ja, aber auf Kosten eines Eckballs. Ecke kommt ins Zentrum. Sie machen das Tor, optimaler Start, früh gehen sie in Führung, genau so hatten sie sich das auch erhofft. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie verlieren den Ball. Philipp Schobesberger. Was macht er draus? Jetzt die Flanke. Der Kopfball ist drin! Der Ball ist drin! Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch nochmal in der Wiederholung. Tolles Timing bei diesem Kopfball. Das macht er richtig gut. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und da haben wir es nochmal. Das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Die Innenverteidiger sollen sich ins Angriffsspiel einschalten. So deute ich das Zeichen des Trainers. Du, Buschi? Ja, ganz genauso, Wolf. Das ist natürlich mutig, denn so werden sie auch hinten anfällig. Es freut mich immer wieder, wie voll die Stadien überall sind. Da merkt man natürlich, wie wichtig der Fußball heute ist. Vielleicht sogar noch wichtiger als früher. Ja, also die Fans strömen in die Stadien. Und ganz ehrlich, da können ja die Tickets fast kosten, was sie wollen. Und das zeigt, wie sehr die Leute die... Tolles Zuspiel. Ja, geht gut dazwischen. Da wäre Platz für den Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Vielleicht der Anschlusstreffer. Philipp Schobesberger. Kann er was draus machen? Gute Chance für eine Flanke. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Christoph Marcinko. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gnasmüllner. Klasse Zuspiel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er gut. Den Zweikampf führt er sehr gut. Guter Pass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Einwurf jetzt. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Die Möglichkeit zu flanken. Jetzt die Chance. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Und es geht mit Abstoß weiter. Jetzt wird es gefährlich. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Hereingabe kommt an den langen Pfosten.
Entschlossen geklärt. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Da gewinnt er den Zweikampf. Super dieses Zuspiel. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Stefan Schwab. Klasse Pass. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Jetzt kommt der Schuss. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Eine tolle Partie, in der sie jetzt in Führung gehen. Ob das schon reicht? Ein Tor Vorsprung und noch viel Zeit. Damit setzen sie ja noch ein Tor drauf. Alles im Griff. Ganz souveräner Auftritt heute. Sie liegen deutlich vorn. Guter Vorstoß da jetzt. Christoph Monschein. Was macht er draus? Ja, der Schuss jetzt. Jetzt vielleicht. Da ist der Ball im Netz. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Super Pass. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Und er ist drin. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs. Und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Über weite Strecken waren sie das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Könnte den Konter geben. Chance zum Konter ist erstmal weg. Weiter Ballbesitz. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, schwacher Ball hier. Schönes Zuspiel hier. Ja, könnte was werden. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Und zur Pause können wir uns als neutrales...
Ob sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Gefährliches Anspiel. Stark, das war's mit der Chance. Stefan Schwab. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Problemlos hat er hier den Ball. Der Ballverlust. Da kommt der Pass. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich. Kann er was draus machen? Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Das könnte die Chance werden. Gute Aktion. Jetzt vielleicht. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Okay, das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Philipp Schobesberger. Stark gearbeitet hier. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Holt euch den Ball, holt euch den Ball. Das ist zu passiv. Jetzt der Ballverlust. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Tolles Zuspiel. Der war zu ungenau. Da verlieren sie den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und da klingelt es im Kasten. Nix ist es mit dem Treffer. Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Macht er gut. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Dominik Prokop. Toller Pass. Viel Platz jetzt auf außen. Ja, könnte was werden. Sucht die Lücke. Ganz stark. Ganz souverän hier vom Torhüter. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Wird das eine Torchance? Dominik Prokop. Und nun ein Schuss. Klasse gemacht, stark geblockt. Ballverlust. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Ganz energisch. Jetzt könnte er flanken. Er zieht ab. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Er blockt die Hereingabe ab. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Gefährlich. Klasse Aktion, Ball ist weg. Philipp Schobesberger. Jetzt der Ballverlust.
Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da setzt er sich gut durch. Langet jetzt vielleicht. Jetzt sieht das Ergebnis, naja, ein wenig angenehmer aus. Mehr aber dann auch nicht. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Christopher Debon. Philipp Schobesberger. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Schöne Aktion. Kann er was draus machen? Ist das der Anschlusstreffer? Und drin! Ah, aber das kommt sehr spät. Viel Zeit ist nicht mehr in dieser Partie. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn Defense, tolles Zuspiel. Und die Situation ist wieder bereinigt. Das ist ein Foul. Freistoß. Sie verlieren den Ball. 2 Minuten werden nachgespielt. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Erneut so ein hervorragender Pass. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Jetzt vielleicht die Gelegenheit. Ganz stark abgeblockt. Da gibt er Freistoß. Gute Aktion. So, Platz für die Flanke. Jetzt hat er den Ball.